Allgute und frohe Weihnachten euch allen zusammen in diesem dem Ende nahegehenden Jahr 2018. Für mich ein ganz besonderes Jahr. Viel, viel gemacht dieses Jahr. Sachen Rollenspiel, viel erlebt. Viele schöne Projekte und Runden gestartet und auch einige wieder beendet. Aber ja, so ist das Rollenspielleben. Es geht immer weiter. Ja, bevor wir zum Thema Jahresrückblick kommen, erstmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit, einen schönen Abend. Feiert im Kreise eurer Lieben oder den Menschen, die ihr mögt. Eine besinnliche Zeit, eine Zeit auszuspannen, weil ich denke, jeder von uns hat so seine Sachen dieses Jahr erlebt, hat Höhen und Tiefen gehabt und kann sich jetzt hoffentlich mal die Ruhe gönnen, das Jahr ausklingen zu lassen, einfach mal, wie das sagt man so schön, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und einfach mal abschalten. Einfach mal denken, ist auch gut so. Ja, vielen, vielen Dank an dich da draußen für ein wirklich grandioses Jahr, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mir sehr, sehr viel gegeben hat. Ich denke da so an Themen wie die Feedback-Challenge, die ja, ja auf jeden Fall mehr bewirkt hat, als ich dachte. Da kommt auf jeden Fall viel mehr Feedback, auch Geschichten-Feedback von Leuten, die mir dann gesagt haben, ja, das Thema ist wirklich wichtig, das habe ich für mich nochmal aufgegriffen, habe ich meine Leute in was für einem Kreis auch immer auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Feedback im ganzen Leben ist. Ja, sowas freut mich natürlich sehr und ja, wenn man mal die, wie sage ich immer so schön, nackten Zahlen des Jahres betrachtet, ist einfach unglaublich, unglaublich gut, was dieses Jahr alles geschehen ist. 2 Millionen Minuten, also 3 Jahre und also fast 4 Jahre am Stück wurden unsere Videos geschaut. Das ist eine unvorstellbare Zahl, zumindest für mich. Ein größerer YouTuber lacht da vielleicht drüber, aber mir bedeutet das echt viel. 72.000 Ausrufe, also 72.000 Menschen, die mir Interesse gegenüberbringen, deren Interesse ich geweckt habe, die Spaß an dem haben, was wir tun. Toll. 2.500 haben das mit mag ich, mit einem Like bewertet. Super, super toll. Gut, klar. Die mag ich nicht Bewertung gibt es auch, aber die sind mit 36 im 0,1% Bereich zu denen, die gesagt haben, finde ich toll. Also die fallen bei mir unter den Tisch. 217 Leute, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, mich abonniert haben, gefällt mir sehr gut. Und natürlich auch damit motivieren, immer wieder mal was Neues zu machen, weiterzumachen. Klar hat man auch mal Zeiten, wo man denkt, ich hätte jetzt gerne mal Pause, aber ja, dann kommt jemand mit einer neuen Idee um die Ecke. Ich habe eine neue Runde, ich habe da eine Setting-Idee, da könnte man mal einen One-Shot machen. Und ja, das ist einfach toll. Ja, mit fast oder ein bisschen mehr als 200 hochgeladenen Videos. Die Zahl hat mich eben auch so ein bisschen erschlagen. Ist schon cool, was man alles so macht in seiner Freizeit. Und natürlich Projekten, wie eben schon erwähnt, der Feedback-Challenge, die mir einfach Spaß gemacht hat. Im Moment hängt mein Herz sehr an der Harry Potter-Fanfiction, die sehr, sehr viel Spaß macht. Ansonsten war, wenn ich dem Jahr einen Stempel aufdrücken musste, war das für mich ganz klar ein Jahr unterm Zeichen von DSA und von Legend of the Five Rings. DSA habt ihr wahrscheinlich mitbekommen mit der Borberat-Kampagne und der von der Fans so getauften Tavernenmacher-Kampagne. L5R ist leider eine Off-Air-Runde, aber zumindest bei den Lore-Videos bekommt ihr es so ein bisschen mit, was da alles geschieht. Und das wird im jeden Fall im nächsten Jahr auch weitergehen und soweit ich hörte, mit ein paar mehr On-Air-Runden. Also wenn ihr das Setting noch nicht kennt, ist ein feudales japanisches Setting. Macht mir und den Leuten, mit denen ich spiele, sehr, sehr viel Spaß. Da wird auf jeden Fall was dazu kommen. Und ja, wir freuen uns auf ein neues Jahr, auf neue Herausforderungen, auf neue Mitglieder in der Community. Die Community ist dieses Jahr so extrem stark gewachsen. Es kamen so viele Leute dazu.
Und vor allem Leute, die uns auch direkt über die Feedback-Challenge Feedback gegeben haben, sich ja direkt nicht als die Neuen eingebracht haben, sondern als richtig vollwertige Mitglieder der Community, hört sich jetzt so Banane an. Als aktive Menschen, sagen wir es einfach mal so. Was sehr, sehr schön war und sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, ja, es bleibt mir zu sagen, ich bin einfach überwältigt. Ich bin auch ziemlich vollgefressen vom Weihnachtsessen, das kommt damit erschwerend hinzu, aber nichtsdestotrotz einfach ein tolles Jahr. Danke dafür, ihr seid einfach toll. Ja, gut. Gut genug rumgebabbelt. Steht noch ein bisschen Arbeit an. Ich will noch, mache jetzt noch ein Unboxing-Video für das Nerdpool Weihnachtswichtel. Das stelle ich dann auch gleich noch hinterher hoch. Und ansonsten mache ich im Moment an meiner Lieblingsbeschäftigung weiter mit der Harry Potter Fanfiction. Da ist jetzt gerade die letzte Folge, die ich neu aufgenommen habe oder remastert habe sozusagen, jetzt in Bearbeitung. Und danach geht es endlich mit neuen Folgen weiter. Und ja, es hat sich eine ziemlich große Gruppe an Leuten bereit erklärt, sich bei der Sache mitzumachen, was mich auch sehr positiv überrascht hat, um nicht zu sagen umgeworfen hat. Es ist einfach super, super toll, dass dann Menschen sagen, finde ich ein geiles Projekt, da würde ich gerne mitmachen. So zum Beispiel, der Frosty hat mich angeschrieben, dem bin ich nicht zugegangen oder so. Das fand ich einfach toll und vor allem auch selbstlos, weil ich habe es jedem von vornherein gesagt, dass die Fanfiction hat halt 235 oder 232 Kapitel. Das ist ein Projekt, was richtig lange laufen wird, wo man ja dann auch eine gewisse Verpflichtung eingeht. Aber durch die Bank-Feedback, ja, klar, kein Ding, finden wir eine tolle Sache, sind wir mit dabei. Feedback vom Autor haben wir bekommen, vom John Cisor, der dann sagte, hey, finde ich cool, lasst mich mal reinhören, finde ich schön, dass es euch so gefällt, dass ihr das vertonen wollt. Super Sache. Und ja, besser kann es nicht laufen. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Serie Joe, Max Monster, Retch, Frosty Pen and Paper, Katze Amera und Hotney und Ritter Keks und Black Suicide, die jetzt gerade ihre Rollen bekommen haben, die dann auch einsprechen. Ja, das ist ein wirklich, wirklich lebendiges Projekt, was super viel Spaß macht, egal wie viel Arbeit es ist. Aber gut, genug abgeschweift. Euch ein wunderschönes Jahresende, einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Da wünsche ich euch mindestens genauso viele schöne Runden, wie ich sie dieses Jahr hatte. Das wären ziemlich viele, aber den Spaß gönne ich euch auf jeden Fall. Das wird was. Und ja, wir sehen uns im Jahr 2019 wieder, beziehungsweise, wenn ich mal kurz in den Kalender gucke. Ja, in der Tat. Nee. Dieses Jahr, doch, klar, dieses Jahr am 28. geht die Cthulhu-Weihnachtsgeschichte weiter und am 29. starten wir mit einem neuen kleinen Projekt und zwar die Fortführung von der Story von Pedro aus der Belhanka-Runde, wieder in Belhanka mit der alten Runde des Spielers, wo dann zum Beispiel auch Koali Pölle und Leopardin 202 mit dabei sind, die alte Studentenrunde von denen, da freue ich mich sehr drauf. Ist immer ganz was Elegantes, ganz was Spezielles für Menschen leiten zu dürfen, die sich so als Gruppe schon Ewigkeiten kennen und dann quasi dieses Gruppengefüge, das man hat, was man sich erarbeitet hat über die Jahre, einem neuen Meister anvertraut. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür und da freue ich mich sehr drauf. Gut. Dir einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer du das siehst. Eine schöne Rollenspielzeit, nicht nur bis Ende 2018, 2019, wann immer du Lust drauf hast. Es ist ein wunderschönes Hobby. Und vielen Dank an jeden, der sich an der Community beteiligt. Nicht nur an die Streamer, sondern an die Leute, die, weiß ich nicht, Crowdfunding-Übersichten machen, die sonst irgendwelche Sachen mitmachen, damit das Hobby einfach weiterlebt. Das ist ein tolles Hobby. Und du machst es toll. Ciao, bis zum nächsten Mal.